Nordkorea droht der früheren südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye mit der Todesstrafe. Sie habe einen Plan vorangetrieben, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un ermorden zu lassen, heißt es laut Staatsmedien von Behörden in Pyongyang. Park wurde im März wegen ihrer Verwicklung in einen Korruptionsskandal als Präsidentin Südkoreas abgesetzt. Nach ihrer Verurteilung soll sie nach Nordkorea ausgeliefert werden. Ansonsten werde sich dies negativ auf die künftigen bilateralen Beziehungen auswirken.